Moin und willkommen zu Captain of Industry. Captain of Industry ist eine Aufbausimulation, würde ich mal behaupten. Es geht darum, quasi Produktionslinien aufzubauen, und seine Bevölkerung zu versorgen. Und das Ganze dann nochmal zu automatisieren, ist ziemlich komplex, würde ich mal behaupten. Und hat vor kurzem ein Update auf die Version 2.0 erfahren. Und das Ganze hat eben einige neue Funktionen mit reingebracht, einige optische Änderungen auch nochmal dazu. Ja, und nach langer Zeit werde ich dann tatsächlich mal ein neues Spiel starten. Auf der dafür neu mitgelieferten Map Armageddon. Armageddon hat halt in der Mitte der Map, also mal abgesehen davon, dass es eine sehr große Map ist, einen riesigen Krater. Und in diesem Krater befindet sich ein großes Ölvorkommen. Genau. So, es gibt ein Tutorial. Das ist hier oben quasi zu sehen. Also es ist, sagen wir mal, wie ein Tutorial. Es führt einen quasi in das Spiel ein, sagt einem, was man als nächstes machen sollte. Und zum Teil werden wir dem auch folgen. Zum Beispiel werden wir grundsätzlich schon mal mit der Kühlerei anfangen, sie zu bauen. Das hier, die Kühlerei verarbeitet Baumstämme zu Kohle. Und ich bin gerade mal überlegen, die Industrie würde ich eigentlich gerne ein bisschen weiter hier hinten bauen. Hier vorne quasi auf den Siedlungsbau konzentrieren und eventuell eben noch so ein paar, ja, das Gebäude, alles was um Hafen und Fahrzeuge sich handelt, das kommt da unten hin. Sucht sich die Industrie hier hin, muss man eben gucken. Wir haben hier Wasservorkommen, wir haben hier jede Menge Kalkstein und Sand dort oben und ich glaube auch ein kleines bisschen hier unten. Wir haben ein Ölvorkommen hier auf der Seite, wir haben ein Kohlevorkommen hier, Eisen dort, noch sehr, sehr viel mehr Kohle hier drüben. Hier mit Kupfer. Gold. Das Quarz. Okay, auch wie geplant. Kann ich hier meine Produktion aufbauen, aber die Kühlerei, die kann eigentlich erstmal hier hin. Die Kühlerei benötigt noch einen Schornstein. Das Rezept als Holzstämme in Kohle umwandeln, ganz normal. Dann brauchen wir Holz. Das werden wir einmal hier abernten. Und werden eben den Holzvollernter, das ist der hier, den werden wir zwei LKWs, zwei Pickups zuteilen. Bedeutet, der fährt gleich los, schnappt sich die Bäume, sägt sie einmal ab und verarbeitet sie in Baumstämme. Die Baumstämme werden dann eben auf die zwei Pickups geladen, die ich dem zugewiesen habe. Und dann vorwiegend erstmal in diese Kühlerei gebracht, wenn sie dann gebaut ist. So, die anderen sechs Pickups werden dann erstmal, sechs, werden dann Ressourcen erstmal verbreiten, liefern quasi an die Orte, wo ich etwas bauen möchte. Kommt ja noch etwas dazu, ich brauche noch einen Hochofen. Diesen Hochofen soll Eisen verarbeitet werden.
hier auf der rechten Seite quasi den Eingang. Das Ding mal da. Ein Hochofen kann zwei Metallgießer rein versorgen. Weil es dauert 40 Sekunden oder Minuten oder was auch immer, 40 Zeiteinheiten, Eisenplatten herzustellen. Und das benötigt 20 Sekunden, um geschmolzenes Eisen herzustellen. Also exakt die Hälfte bedeutet, ich kann doppelt, also beziehungsweise zwei dieser Reihen handgießen. Ach, habe ich die Shift-Taste vergessen? Fördersystem aktuell eigentlich nur für Flüssigkeiten und für. Er ist auch flüssig im Grunde. So. Und das Ganze benötigt auch einen Schornstein, aber das mache ich in dem Fall jetzt etwas anders. Ich werde den Schornstein mal da hinsetzen. Das ist zwar insgesamt ein bisschen mehr, aber ich habe vor, da nachher quasi einen zweiten Hochofen noch anzuschließen. Eigentlich müsste ein Schornstein reichen für zwei Hochöfen. Das spart mir dann letztendlich dort ein paar Ressourcen, wobei was kostet das Ding jetzt bis zu 10. Das kostet mich 4. Da drüben nochmal 4, gut, habe ich dafür 2. Ganze 2. Hier sind die Dinger noch Konstruktionsteile gespart. Naja. Egal. Was brauche ich noch? Ich brauche einen Dieselgenerator. Dieselgenerator, den baue ich mal direkt hier drüben. Und der produziert halt Strom für uns. Muss aber mit Diesel versorgt werden. Da müssen natürlich die LKWs erstmal Diesel darüber fahren. Das ist aber nur am Anfang so. Wir haben ja hier das erste Ölvorkommen. Das heißt, wir werden hier Öl fördern, in Diesel verarbeiten und dann direkt einführen. So, im späteren Verlauf. Und wir brauchen ein Forschungslabor. Mal das erste hier hin. Jupp, dann würde ich sagen, kann das Spiel starten. Und dann fährt er los und holt sich die ersten Bäume. Sehr nett gemacht, teilweise das Spiel echt detailverliebt. Der Baumstamm wird jetzt eben in einzelne Holzbalken, nenne ich Holzbalken auch. Das ist einfach nur Holz, ne? Genau, wird jetzt zerkleinert auf den LKW geladen, der weiß aktuell noch nicht wohin damit. Weil ich weder ein Lager dafür gebaut habe, das kann ich auch noch nicht. Und die Kühlerei ist eben noch nicht fertig. Ich habe mich entschieden, erstmal das Ding hier hinten zu bauen. Naja. Das ist das einzige Rezept. Ich beschleunige das Ganze mal ein bisschen. Hier entstehen auch so Pfade. Ich meine, die ersten, die sind jetzt nicht so relevant. Aber im späteren Verlauf ist das schon relevant, wenn man sieht, wo die Fahrzeuge immer und immer und immer wieder langfahren.
Da hat man da später die Möglichkeit, quasi so wie Pflastersteine oder Betonplatten zu belegen. Das sorgt nachher dafür, dass die weniger schnell verschleißen, also dass sie weniger Wartung benötigen. Das ist natürlich ganz praktisch, deswegen muss man auch mal so ein bisschen darauf achten, welche Wege nutzen meine Fahrzeuge. Das ändert sich natürlich im Spielverlauf, wenn es nachher in die Automatisierung übergeht. Natürlich auch vieles über Förderbänder läuft, aber ich habe schon vor, im Laufe des Spiels irgendwann sozusagen Straßen zu bauen, das Ganze auch so ein bisschen zu beschränken, durch Pfeiler, die ich quasi links und rechts der Straße entlang setzen werde, dass die Fahrzeuge eigentlich nur dadurch zu ihrem Ziel fahren können und dadurch dann weniger Verschleiß haben werden. So zumindest der Plan. So, hier geht's voran. Eisen soll produziert werden, 16. Das ist jetzt ganz automatisch. Und alle Sachen, die entweder hier abgebaut werden oder hier noch auf Lager sind, die werden jetzt da reingebracht. Und dann wird Eisen produziert. Genau. Die Forschungsstation ist fertig. Das heißt, ich kann anfangen zu forschen. Es gibt einen recht großen oder langen Technologiebaum. Dort werden wir jetzt mal anfangen und werden vorne erstmal mit der Landwirtschaft beginnen. Dann bin ich am Überlegen, was ich zuerst mache. Ich glaube, ich mache noch erst die Konstruktion und dann den Fahrzeugbau. Wobei das schon gut ist, das recht früh zu haben, aber naja. Wartung hinterher. Jetzt erstmal so. Lager hinterher. Das, das und das. Genau, und hier hinten kann man Oberflächen erforschen. Betonoberflächen, Pflastersteine, Kopfsteinpflaster und so weiter und so fort. Und dann gibt es eben diese Stützmauern, die sind eigentlich für was anderes da. Die sollen das Gelände so ein bisschen sichern. Man fängt nachher an, Bagger zu nutzen und das Gelände zu erformen sozusagen, weil man sich wirklich überall reinbuddelt. Es kann auch ziemlich tief werden, man sieht es hier an dem Krater. Und gegebenenfalls muss man hier und da auch ein bisschen was abstützen, damit eben das Gelände nicht in sich zusammensackt. Dafür sind eigentlich diese Pfeiler gedacht, aber man kann sie eben auch für Straßenbau verwenden, um das Ganze ein bisschen zu begrenzen. So, wir haben die Eisenproduktion abgeschlossen. Hier die Quest, kriegen eine kleine Belohnung. Und die wird hier eingespeist, so, in der Werft, in der Beschädigten. Und steht uns hiermit dann auch zur Verfügung. Genau, die Landwirtschaft ist schon zu 56% fertig. Normalerweise baue ich mal gleich zwei hiervon. Ich belasse es jetzt einfach mal bei einem, weil es kostet auch Strom und es kostet Arbeitskräfte. Und eigentlich funktioniert es ja auch mit einem. Und auch wenn es jetzt am Anfang gerade doof ist, weil man warten muss, hier forscht man plötzlich so schnell und kommt gar nicht mit der Produktion hinterher. Also reicht jetzt, glaube ich, erstmal das eine. Abfallverkippung. Wir sammeln hier Abfall. Den Abfall wollen wir verkippen und zwar möchte ich hier verschiedene Gebiete haben. Also mit dem Abfall überlegen, ich glaube, machen wir das so. Natürlich schon wieder sehr ambitioniert, das Ganze. Wichtig ist eigentlich vor allem da. Das andere kann ruhig noch erstmal wegbleiben. Ich will auf jeden Fall hier weiterbauen, also das wird nachher auf Abfall sozusagen
gebaut, aber ich werde da einen Abfallsteingemisch sozusagen machen. Wenn man die Landwirtschaft erforscht, können dadurch Farmen bauen. Und die werde ich auch hier schon platzieren, werde das Ganze aber mit ein bisschen Abstand zur Stadt machen. Das da hinten nicht, dass es da uneben ist. Ich fange mal da an. So, den Abstand mache ich, damit ich auch das automatisieren kann. Also hier drüben kommen nachher die Produkte sozusagen raus. Also in dem war jetzt erstmal nur Kartoffeln. Die kann ich dann eben auch über Förderbänder nachher langlaufen lassen und dann hier in diese Lebensmittelmärkte einfließen lassen. Haben wir. Mit dem Holz gerade nichts anfangen. Machen wir wieder schneller. Werden hier schon mal Kartoffeln produziert, allerdings eher mäßig erfolgreich, weil wir kein Wasser haben. Also hier ist ein bisschen Wasser drin, ich weiß gar nicht, haben wir Wasser zum Start? Nee. Ist vielleicht durch die Bodenfeuchtigkeit, ich weiß es nicht. Und genau, hier wird noch gewartet auf Wasser oder auf Regen. Es wird dann natürlich am Anfang erstmal auf Regen hinauslaufen. Das ist das erste Konstruktionsgebäude, was wir bauen können. Das machen wir auch mal direkt. Das setzen wir mal hier hin. Wir werden da gleich Konstruktionsteile fertigen. Wie sind wir? Sieht man schon, wie wir angefangen zu kippen. Da liegt der erste Müll. Und das steht halt auch so nach und nach hier runter und wird dann halt irgendwann aber auch fest. Feste Oberfläche. Wie gesagt, ich werde es auch nochmal mit Gestein vermischen. Hier drüben werde ich auch verkippen, aber ich werde das mit bestimmten Gebäuden, die ich bauen kann, begrenzen, was da verkippt werden kann. Das heißt, dass da eine klare Trennung ist, dass hier eben Gestein und vielleicht Schlacke und Müll gekippt wird. Und auf der Seite wird nur Erde gekippt. Erde hat den Vorteil, es wird zu fruchtbaren Boden mit der Zeit. Das ist genauso wie hier. Und so sieht es dann aus. In Braun. Und mit der Zeit, wenn da eben nichts mehr drüber fährt und so weiter, wird es halt grün. So, Fahrzeuge und Bergbau ist jetzt fertig. Machen wir ein bisschen langsamer. Dann kann ich nämlich direkt hier anfangen. Einmal das Fahrzeugdepot, das werde ich hier unten hinsetzen. Ob schon ein bisschen passend zumindest hier ran. Das ist ja auch so dann machen kann, ne? Eigentlich bräuchte ich da auch Wartung. Gibt es das noch nicht? Ah ne, das muss ich jetzt gerade. Genau, das erforsche ich gerade. So, und das sind eben diese Türme, mit denen ich regulieren kann, was wohin soll. Ich werde jetzt hier einen platzieren, der reguliert quasi, was hier hinkommt. Jetzt fahre ich mal ein bisschen größer an. Das ist Quatsch.
anfassen. Hier an. Bis dahin. Genau, dann fasst es auf jeden Fall dieses ganze Gebiet hier und auch das da, falls ich das auch noch bebauen möchte. Und da soll tatsächlich alles außer Erde hin. Gestein, Schlacke, Abfall. So, und dann mache ich etwas Ähnliches hier drüben. Der ist eigentlich blöd platziert. Ziehe den mal ein bisschen weiter weg. Bereich anpassen. Das macht keinen Sinn. Na doch. War doch genau angeschlossen. Okay. Das ist dann dort. Dort ist genau das Gegenteil. Da soll dann nur Erde platziert werden. Dann kann ich jetzt auch die Order geben, quasi das da auch anzugleichen. Leider. Das ist ein Ritter. Der wird sich dann schon mal hier um dieses Gebirge kümmern. Gebirge, also um diese Felsen hier. Da soll nichts gekippt werden. Auch die Wartung. Die kommt auch hier hin. Und dann brauche ich noch eine Sortieranlage. Hier oben hin. Das geht nicht. Kann ich das noch gar nicht auswählen? Also da soll Erde von Gestein, Kohle und Schlacke getrennt werden. Sollen nur LKWs hinfahren, die wirklich eine gemischte Ladung haben. Und damit diese gemischte Ladung hier sortiert eben nach diesen Produkten, die kommen dann da vorne raus. Das würde mir rauskommen, wenn ich da eine Automatisierung quasi mit Laufbändern hätte. Und ansonsten wird es eben da drin getrennt gelagert. So, und die Erde soll dann darüber fahren. So, der Bagger ist fertig. Ein Bagger und schon mal zwei LKW.
sind jetzt nicht für, verantwortlich jetzt gar nicht für das Verkippen, sondern die sind jetzt eigentlich verantwortlich hier für den orangenen Bereich, und der orangenen Bereich bedeutet eben, dass das abgetragen werden soll, das soll hier begradigt werden. Aber natürlich wird gleichzeitig das, was hier abgebaut wird, vor allem eben die Erde, gleich hier aufgeschüttet. Und das Gestein wird hier aufgeschüttet. So zumindest der Plan. Die LKWs sind ausgelastet, das heißt, ich brauche eigentlich gleich mal ein paar mehr. Da sieht man halt, wie der anfängt. Aber natürlich ist ja echt leichte Arbeiten jetzt gerade. War das hier gesehen. Die Verschiebungen. Jetzt sieht man hier halt, dass da unterschiedliche Höhen sind. Ich möchte jetzt hier erstmal alles auf Ebene 3 haben. Gucken muss ich nachher, dass hier oben ist Ebene 6. Dass ich irgendwo eben nochmal Rampen mache. Diese Rampen sind nachher eben auch Vorgabe für die Straßen sozusagen. Er hat jetzt nur Erde. Nur Erde bedeutet, er müsste eigentlich da hinfahren, so wie es hier auch schon passiert ist. Und dann wird das hier quasi abgeladen. Sollte da jetzt Gestein mit zwischenkommen, das würde jetzt zum Beispiel hier passieren, dann wird es eben erstmal hier hochgefahren und getrennt. Natürlich erstmal ein mega weiter Weg, aber Sinn bei der Geschichte ist natürlich, hier haben wir das Eisen, was getrennt werden muss vom Gestein, und hier haben wir Kupfer, was getrennt werden muss vom Gestein. Das will ich halt da alles an einem Ort machen. Und, oh ja, ich habe Lager schon. Ich werde hier irgendwo Holzlager hinstellen. Also hier sollen natürlich die Schüttgutlager hin. 1, 2, ja. Schon zu viel Platz, was diese Lager brauchen. Mache ich das erstmal dorthin, würde ich sagen. Hier wird ja nachher auch das meiste Holz benötigt. Da ist ein bisschen Platz. Oder? Nee. Nee. Kommt er irgendwann. Da soll dann Holz gelagert werden. Die Holzproduktion nämlich auch weiterarbeiten, selbst wenn hier gerade nichts benötigt wird. Das möchte ich irgendwann abschalten, spätestens wenn da gebaggert wird. Handelsdock erforscht. Dahin. Zweiten, wie will ich davon verballern werde. Aber wir machen mal alles so Stück für Stück. Erstmal wird das Ding hier gebaut. Jetzt habe ich, glaube ich, kein Gummi mehr, oder? Gummi, aber Fahrzeugteile 20. Die LKWs benötigt. Kein kompatiblen Lastwagen. Hat mir nicht zugeteilt. Okay. Der hilft am Anfang hier noch mit.
der soll letztendlich sich hier reinbuddeln. Da. Da einmal durch. Bis dahin begrade ich da erstmal hier noch mit. Wenig LKWs, aber zwei kommen ja noch. Man muss auf die Gesundheit achten, man muss auf die Einigkeit achten. Einigkeit ist im Grunde hier die Zufriedenheit der Bewohner, die hier noch in Container leben. Man ist halt hier gestrandet mit diesem Schiff. Und das muss auch noch erst repariert werden, bevor man das nutzen kann. Wird aber auch schon bald als Aufgabe kommen. Fehlt noch ein bisschen was. Hier haben wir zum Beispiel gemischte Ladung. Hier haben wir gemischte Ladung. Das wird jetzt hier oben hingefahren und eben dort sortiert. Ist jetzt auch schon ein bisschen passiert. Ja, wir haben schon ein bisschen Erde da drin, wir haben ein bisschen Gestein da drin. Hier kommt ein Erde-LKW. Noch am besten an Fahrzeugteile ran. Muss ich ja eigentlich produzieren. Brauche ich nachher aber Gummi und Kupfer. Ne, Quatsch, erst ist erstmal das, aber genau. Dafür brauche ich auch Elektronik. Eieiei. Davon habe ich so gut wie nichts mehr. Davon noch ein bisschen. Planungsmodus, genau. So, wie kann ich hier aus der Planung heraus das dann bauen? Dann will ich mal eben warten. Das dauert, glaube ich, noch echt lange. Ne? Also da erst die Fahrzeugrampen. Brauche ich ja eh, um das forschen zu können, brauche ich die Dieselherstellung. Das kommt dann. Machen wir Kupfer. Machen wir das als neue Reihenfolge. Dann beschleunigen wir mal wieder. Aufpassen. Nicht mehr so viele Arbeiter. Wir kriegen so hin und wieder mal einen Arbeiter dazu in der Bevölkerung oder allgemein Bevölkerung plus eins. Und wenn wir einen Leuchtturm bauen, also hier ist ein Leuchtturm, das wird auch gerade erforscht, dann können wir damit mehr Leute ranziehen.
da gerade ab. Schüttung. Grasgestein hingefahren worden. Es wird kein richtiges Gemisch, also wahrscheinlich dadurch, dass der Müll von hier unten kommt, wird hier unten mehr Müll platziert und Gestein und Schlacke wird wahrscheinlich dann eher hier oben platziert. Was ist denn so? So, das haben die schon mal begradigt bis dahin. Das ist jetzt hier alles für 3. Also Höhenlevel 3. Deswegen ist der Bagger jetzt hier rübergefahren, fängt hier an. Sobald er sich hier reinarbeitet, holt er da quasi Kohle raus. Das bedeutet, ich kann dann irgendwann hier auch die Kühlerei abreißen. Und dann quasi nur hier mit Kohle feuern. Dann habe ich einen Holzüberschuss gegebenenfalls und mit dem Holzüberschuss kann ich hier soll sowieso handeln, das ist eine Aufgabe. Kann ich mit dem Dorf Holz gegen Ziegel zum Beispiel tauschen. Und was ich vor allem auch machen kann, ist, man kann hier Darlehen aufnehmen. Und am Anfang sind die Konditionen relativ schlecht, aber das ist, glaube ich, ein amerikanisches System. Ich werde hier einfach mir Holz leihen, obwohl ich es gar nicht brauche. Nur das hier 15 Jahre. Werde dann jährlich 13 zurückzahlen, also mache im Grunde ja ein Minus dabei. Aber es steigt meine Kreditwürdigkeit und dann auch die Konditionen. Das kann im späteren Spielverlauf halt echt wichtig werden. Leuchtfeuer erforscht. So, gehen wir damit rein. Da müsste jetzt eigentlich auch schon Kohle mit abbauen, ja, oder? Die erste Wassergewinnung. Mega effektiv, ne? Es sammelt halt Regenwasser. Aber es ist erstmal besser als nichts. Und damit können die Kartoffeln dann zusätzlich nochmal bewässert werden. Dieselherstellung, ganz wichtig. Achso, das ist auch wichtig. Haben wir im Betrieb. Das kostet mich Einigkeit. Kostet mich erstmal einen Arbeiter und kostet mich 80 kW Strom. Aber sorgt eben dafür, wie man hier jetzt sieht, sind jetzt 15 Flüchtlinge dazu gekommen. Und zusätzlich auch noch ein bisschen Material. Hurra! Diese Leute brauchten wir jetzt halt auch so langsam, weil wir wollen ja anfangen und wollen hier drüben Öl in Diesel umwandeln. Brauchen wir 2 von denen. Die gehen dann quasi rein. Die Distillerie.
Wasser hier ein wenig schmutzen. Abwasser. Und dann machen wir wieder ein ähnliches Prinzip wie gerade eben. Das Abwasser runterführen. Den Diesel einmal runterführen. Sehr schön. Jetzt vergessen, das hätte ich jetzt vielleicht noch zwischen machen sollen. Das mache ich auch nochmal. Ich werde von hier bis da das erstmal abbauen. Dann werde ich ihn Speicher zwischensetzen. Hier. Das Wasser soll hier hochfließen und soll dann auch in ein Auffangbecken sozusagen. Das Einzige ist, ich baue jetzt schon wieder relativ viel gleichzeitig. So, noch einmal Flüchtlinge, da muss ich aufpassen. Danach habe ich nämlich keinen Platz mehr in der WD. Beiden arbeiten nur nicht, weil da nichts mehr abgenommen wird. Genau, jetzt geht's wieder. Große Problem ist nachher hier die Kohleversorgung. Aktuell muss da halt immer mühsam LKW hinfahren. Schmutzwasser geht auf jeden Fall schon mal bis dahin. Man kann an der Rohrfarbe auch nochmal erkennen, was da eben durchgeht. Also hier durch die schwarze geht halt Öl, hier durch das graubraune geht halt Abwasser. Das hier wird eher so gelblich werden, würde ich jetzt mal sagen, für den Diesel. Jetzt weiß ich aber tatsächlich gerade gar nicht, wo habe ich... Genau, so ein dunkles Grau eben hier für die Luftverschmutzung, das Abgas. Also alles farblich auch so ein bisschen kodiert.
weiche ich leider ein bisschen hier von dem ab. Weil das hier echt noch lange dauern wird. Da ist noch viel zu verkippen. So, machen wir das wieder aus. Das ist auch fertig. Das heißt, immer wenn hier drin produziert wird, wird es ja gerade nicht. Weil wir keinen Abnehmer für das Abgas haben, haben wir aber jetzt. Wird dann wieder produziert. Dann kommt hier auch gleich. Jetzt ist hier so langsam Abwasser durch. Kommt hier vorne dann auch gleich an. Geht eben ins Meer. Ja. Da, wo es hingehört. Sorry, habe ich jetzt nicht gesagt. Das Spiel bietet zum Glück Möglichkeiten, das nachher alles ein bisschen anders zu verwerten. Das Abwasser wieder zu filtern zum Beispiel. Also ja. Es gibt hier auch klimafreundliche Möglichkeiten. Buddelt sich dadurch, das ist gut. Noch einen gewissen Kohlevorrat. Ist das alles da drin? Ja. Wie gesagt, alles andere wird hier eben verkippt. Ich warte jetzt tatsächlich die ganze Zeit auf diese blöden Fahrzeugrampen, um das Ganze hier oben ein bisschen besser planen zu können. Wobei ich eigentlich genau weiß, wo war das? Da, Planungsmodus. Wieder Shift-Taste vergessen. So. Dass hier alles nochmal Konstruktionsteile werden soll. Wird wahrscheinlich trotzdem nicht reichen nachher. Von zwei dieser Produktionsteile geht es halt nochmal in eine Montage für erweiterte Produktionsteile. Also besser, wenn ich später für andere Sachen brauche. Und die anderen beiden produzieren eben hier auf Halde. So ist zumindest der Plan. Dann möchte ich gleich eine Rampe hier so zwischensetzen, die es mir nachher ermöglicht, da drunter Förderbänder und so laufen zu lassen. Die Automatisierung. Und das möchte ich schon mal mit einplanen, damit ich nachher möglichst wenig umbauen muss. So, das ist jetzt erforscht. Plane ich die mal eben mit ein. Ich glaube hier, genau. Ich nehme jetzt die Breite nicht. So, die Bänder werden mal davor und dahinter laufen. Also ich plane dann da und da. So, da überall noch durch. Hier Ziegel. Aber nur zwei, würde ich mal sagen. Plane ich wieder Brücken.
Dann wird es hier hinten uneben, aber es dauert noch ein bisschen, das ist gut. Dann mache ich da die nächsten vier. Teile. Elektronik. Elektronik werde ich ein bisschen mehr brauchen. Gerade ein. Muss ich unbedingt hier das Keyboard weggraben. Stehen bleiben. Auch nur erstmal stehen bleiben. Oder ist es gerade tanken gefahren? Die Holzerntemaschine. Wo ist denn die? Bagger? Müsst ihr jetzt hier rüberfahren? Tanken der Bagger. Da steht er. Sollte ich mal Holz verkaufen? Was wieder eingelagert werden kann. Wenn du dann hier weiter abholzt. Ey, ich brauche hier Platz. So. Schön. Geht es darum eben immer noch nicht. Das ist sehr gut. So, aber trotzdem, ich brauche hier demnächst mal so ein Ding. Und die Kupferedelung. Kupferveredelung war das natürlich. Zwischendurch mal Platz zu lassen, dass eventuell ein Laufbahn auch noch hinten kann. Aber das braucht doch. Zum Beispiel müssen hier hinten ja die Ziegel rein, die von da kommen. Ja. Ich kann überlegen, wenn ich das ausschneide. Genau. Platz. Das Gleiche machen wir dann hier nochmal.
die Höhe. So, weil auch hier wird es nachher so sein, allerdings zwischen den beiden Montage. Alles weg hier. Das dann auch. Und dann das. Lass mich hier Platz. Der kann noch nicht dahin. Das können mechanische Teile werden. Ich fällt mir gerade ein, das macht auch keinen Sinn. Die sollen ja nachher darüber. Wechsel ich hier nochmal vielleicht Fahrzeugteile hin. Die mechanischen Teile hin. Gut. Ich habe hier sozusagen meine erste, also das Ding kann schon gebaut werden. Ist eigentlich soweit. Eine Verkippung. Schon an die Geländeplanierung. Nicht ran. Na gut. Der Gemüseanbau, der muss ja viel früher. So. Das ist auch alles auf derselben Ebene. Hier oben ist es schwierig, aber naja. Aber der kann doch bestimmt von da hinten da hochfahren und mal wegmachen. Mal alles vorankommen schon mal machen. Gut. Dann wäre die Planung soweit erstmal abgeschlossen für die nächsten Bereiche. Und
würde ich sagen, höre ich hier jetzt erstmal auf. Und dann geht es beim nächsten Mal weiter eben an der Umsetzung, Stück für Stück. Hangeln wir uns wieder hier so ein bisschen entlang, wobei das mit den Unterkünften, das würde ich tatsächlich immer noch nicht machen. Ich warte tatsächlich hier darauf, dass das hier so weit verschüttet oder aufgeschüttet ist, dass ich hier hinten links dran setzen kann. Ich hoffe, dass ich insofern dann erstmal mit den Arbeiten auskomme, die ich habe. Aber das sehen wir dann. Genau, von daher würde ich sagen, hier ist dann jetzt erstmal Schluss. Wenn euch das Spiel gefällt oder das Video gefällt, lasst mir gerne ein Like da. Kommentiert gerne, was ihr anders machen würdet. Packt Fragen in die Kommentare. Ganz egal. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.